Willkommen zurück auf der Rennstrecke. Wir sind in Oschersleben und wollen uns heute mal die Zeit nehmen, nicht nur über den HJC RV1, sondern auch über das neue Modell, den RV12, zu sprechen und grundsätzlich um das Thema die richtige Passform bei einem Motorradhelm. Speziell logischerweise für die Rennstrecke, aber für alle Motorradfahrer dort draußen extrem wichtig. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, dann legen wir mal los. Es geht, wie gesagt, auch um das neue Modell RV12, den ich ein bisschen testen konnte. Erfahrung habe ich sehr viel mit dem RV11, dem Vorgängermodell von dem, und natürlich auch dem neuen Topmodell RV1, den wir hier zu meiner Rechten haben. Und dadurch, dass wir ja auch beratend hier auf der Rennstrecke tätig sind, unter anderem für HJC dort als Vertriebspartner, ist uns eine Sache sehr, sehr oft aufgefallen, und das ist, dass ein Motorradhelm oftmals nicht richtig sitzt und oftmals dementsprechend natürlich zu groß ist. Warum ist das so wichtig auf der Rennstrecke? Wir kommen aus der Verkleidungsscheibe raus auf der Geraden in der Anbremszone. Wir haben Highspeed, dort muss der Helm vernünftig sitzen, ohne dass er verrutscht. Es ist natürlich in den ganzen Highspeed-Kurven wichtig. Man ist in Schräglage und oftmals rutscht dann der Helm ein bisschen nach unten. Man wundert sich, warum sehe ich denn so schlecht oder muss den Kopf so weit hochheben und habe ständig Nackenprobleme. Und selbstverständlich im Falle eines Sturzes elementar wichtig, dass der Helm vernünftig an den Backen sitzt. Der Doppel-D-Verschluss ist letztendlich nur die letzte Sicherheit. Ansonsten muss der Helm natürlich auch von selbst auf dem Schädel bleiben. Dazu kommen wir jetzt. Und ja, ich berichte mal einmal vorab über den RV12. Was haben wir hier? Einen neuen Helm, das Nachfolgemodell vom RV11, welcher sehr ähnlich ist, aber in ein paar Bereichen dementsprechend anders und auch besser, muss ich ganz klar sagen. Den RV1 habe ich als Referenz, das Topmodell von HJC, und was kann man hierzu sagen? Er hat definitiv, da habe ich auch schon das Feedback von vielen Kunden bekommen, eine deutlich bessere Belüftung. Einmal hier oben in dem Bereich, wir haben hier vorne nochmal einen Belüftungsschlitz und zweifach auch im Kinnbereich. Von außen, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, dann sieht er relativ ähnlich aus, aber gerade im hinteren Bereich hat sich auch aerodynamisch, wie es so schön heißt, einiges getan. Und auch die Visiermechanik ist eine andere. Die geht auf jeden Fall nicht mehr so leicht auf, sondern hat hier unten einen zusätzlichen Verschluss, sodass das Öffnen des Helms von selbst eigentlich nicht mehr möglich ist. Nicht eigentlich, sondern ist definitiv nicht möglich. Und ja, dementsprechend haben wir eine bessere Aerodynamik, eine Top-Belüftung. Auch im Regen bin ich den Helm schon gefahren. Auch da hatte ich keinerlei Probleme. Dank des schönen Windabweisers hier unten. Und es gibt dementsprechend auch noch schöne Masken. Die können wir hier jetzt mal gerade einblenden, die man sich auch noch in den Helm innen einkleben kann. Also egal, was für ein Modell du fährst, wenn du auf der Rennstrecke aktiv unterwegs bist und dementsprechend eventuell ein bisschen Probleme mit deinem beschlagenen Visier hast. Kann immer mal vorkommen, je nachdem, wie stark man auch letztendlich transpiriert und gegen den Helm pustet beim Atmen, kann das sehr wichtig sein. Von daher dort gerne mal reinschauen, da gibt es bestimmte Sachen, um das zu verhindern. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Blickfeld eines Helmes. Und jetzt kommen wir nicht nur zu dem RV12, sondern auch im Allgemeinen zum RV1. Ich bin heute beide Helme im Wechsel gefahren. Wir sind jetzt schon 2 Tage hier. Auch gestern habe ich 3 Turns den gefahren, dann 3 Turns den RV1. Und ich muss sagen, Blickfeld minimal größer, minimal leiser und im Wind etwas ruhiger. Ja, der RV1 ist der bessere Helm, aber der RV12 muss sich dort auf gar keinen Fall verstecken. Bin ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Muss man ja auch immer so ein bisschen betrachten. Preis-Leistungsunterschiede gibt es. Etwas teurer, ich glaube im Durchschnitt 150 Euro im normalen Verkaufspreis. Und dementsprechend der RV12, den wir jetzt hier gerade einmal im schicken Weiß haben, dann dementsprechend die 150 Euro, natürlich ohne Design jetzt gesprochen, günstiger. Macht auf jeden Fall einen tollen Job. Es ist aber umso wichtiger, dass der Helm passt. Und da haben wir jetzt schon bei einigen Kunden auch die Erfahrung gemacht und auch bei uns Instruktoren selbst, dass wir nicht sagen können, dass jeder Helm auf jeden Kopf passt. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt Leute, denen haben wir den RV1 zum Probeaufsetzen gegeben und die hatten vorne im Stirnbereich Druckstellen. Druckstellen, die bei der richtigen Passform so unangenehm waren, dass es keinen Sinn macht, da irgendwo hin und her zu spielen. Man geht da natürlich hin und fängt an, mit verschiedenen Wangenpolstern oder auch hier oben am Oberkopf letztendlich die Polstergröße anzupassen.
Es macht aber irgendwann keinen Sinn. Wenn irgendwo eine extreme Druckstelle ist, wie zum Beispiel manche Kunden bei dem RV1 haben, dann sollte man diesen Helm beiseite legen und sich vielleicht mal mit dem RV12 beschäftigen, denn diese Problematik haben genau diese Kunden hier nicht. Die setzen ihn auf und sagen sich, boah, super, fühlt sich perfekt an, ist aber am Ende des Tages natürlich auch kein Garant. Das nur mal kurz zu den feinen Unterschieden vom 1er zum 12er. Was wir aber tatsächlich immer wieder sehen, wenn Teilnehmer zu uns kommen und möchten einen neuen Helm einfach mal testen, das ist an jeden unserer Veranstaltungen möglich, kostenfrei auf der Rennstrecke den jeweiligen Helm RV12-1 mal Probe zu fahren, dass direkt eine zu große Größe gewählt wird. Der Helm wird aufgesetzt und dann sagst du, ja, das passt, ich nehme Größe M. Und da sehen wir schon beim Aufsetzen, nee, setz mal bitte Größe S auf. Ja, wie, ich habe immer M. Ja, aufsetzen. Bisschen schwerer, okay, Wangen, man sieht schon, die bauschen sich so ein bisschen auf und dementsprechend sehen wir da schon, okay, da hat im Vorfeld ein bisschen das Wissen gefehlt oder auch die entsprechende Beratung, weil wenn ihr euch einen neuen Helm kauft, muss der vom Gefühl einen Ticken zu klein sein. Hier an den Wangen, hier oben, leicht an der Stirn, so ein leichtes Druck für euch, sagt, nee, eine Nummer größer. Genau dann ist aber wahrscheinlich der Helm genau die richtige Wahl für euch bzw. die Größe, weil je mehr ihr dort reintranspiriert in Form von Schweiß, ist nicht unüblich auf der Rennstrecke, desto mehr gibt natürlich auch das Polster ein bisschen nach und jedes Polster setzt sich ein bisschen. Dort ist Schaumstoff drin und das muss man mit einkalkulieren. Wenn ihr so einen Helm mal aufsetzt und mal 2-3 Minuten wartet, werdet ihr schon merken, okay, fühlt sich schon anders an. Wenn ihr dann auf die Rennstrecke rausgeht, im Vergleich zu eurem vorigen Helm, wird euch wahrscheinlich auffallen, dass ihr auf einmal mehr seht. Woran liegt das? Ein Helm, der zu groß ist, geht oftmals bei Schräglage ein bisschen nach unten. Und dann sieht man nichts mehr. So wie ich euch jetzt gerade auch nicht sehen kann, sondern erst jetzt wieder. Ja, ist es oftmals auch auf der Rennstrecke oder auch bei dem normalen Straßenfahrer. Der Helm rutscht einfach während der Fahrt und dementsprechend kann das Sichtfeld extrem stark beeinträchtigt werden. Deswegen kann man schlecht hingehen und sagen, ja, der Helm hat ein schlechtes Sichtfeld, wenn er dementsprechend nicht in der richtigen Größe gekauft wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt und das können wir euch hier jetzt auch gerade mal so ein bisschen zeigen. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Beispiel, wo der Helm einfach zu groß ist. Man sieht es schon beim Aufsetzen, er flutscht eigentlich nur so drauf und beim Drehen nach links und nach rechts am Kopf oder auch wenn man die Hände mal hinter den Kopf nimmt und versucht mal vorne an der Stirn die zwei Finger reinzusetzen, sieht man schon, da ist einfach ein Ticken zu viel Luft. Und dementsprechend sollten hier entweder die Polster angepasst werden. Man kann ja auch eine Helmschale nehmen, Größe M zum Beispiel, und dort Polster von der Größe S reinmachen, wenn man so ein bisschen mit der Zwischengröße zu kämpfen hat. Und das einfach mal so ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet bei eurem nächsten Helmkauf. Wenn ihr euch dafür hier auf der Rennstrecke bei unseren Trainings interessiert, kommt gern vorbei, wir beraten euch gerne. Aber ich hoffe, das hat jedem nochmal so ein bisschen einen Denkansatz gegeben für den nächsten Helmkauf, worauf ihr dort achten solltet, damit es dementsprechend auch die richtige Größe ist. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Mopedfahren, sitzen bleiben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.